Hallo an die Geräte zu Hause. Mein Name ist Christian Schlegel und heute geht es hier um eine Einzelanalyse für den Wert von Pro7. Vor euch liegt der Wochenchart, eine Kerze, eine Woche. Also ist schon wirklich bedauerlich. Die sind auf einem 7-Jahres-Low. Ich zeige das hier nochmal. Das hier war rund 2012, 7-Jahres-Low. Ich finde schon ziemlich viel, muss ich sagen. Wie dem auch sei, mir fällt hier ein bisschen was auf bei dem Wert. Und das wollte ich darum mitteilen. Heute ist Montag, der 7. Januar und wir haben 18:30 Uhr. So, und zwar, was mir auffällt, ist die, natürlich haben wir so eine ganz, ganz langgezogene Down-Bewegung. Ihr kennt das ja, was ich immer sage über die Bänder, ja, wenn die aufgehen und dann aus der Bewegung entgegengesetzt die Richtung ändert, kommt eine Seitwärtsphase oder eine korrektive Phase. Und genau das haben wir momentan hier auf Wochensicht. Auf Wochensicht bricht nach dieser sehr starken Daumenbewegung bricht jetzt das obere Band runter. Das verleitet mich zu der Aussage zu sagen, wir gehen entweder seitwärts oder korrektiv nach oben. Dieses Korrektiv kann ich mir durchaus vorstellen bis zur 20-Wochen-Linie. Das wären 19. Die wird natürlich dementsprechend noch ein bisschen fallen. Aber so zwischen 18,5 und 19 kann ich mir den Wert kurzfristig vorstellen. Das MACD fängt an, sich ein bisschen aufzubauen, etwas positiver zu werden. Jetzt haben wir nur den ersten Tag der neuen Woche, aber wir gehen sowieso gleich mal in den Tag rein. Aber auch hier von der Stochastik her ist es jetzt zumindest leicht im Tränen begriffen. Es ist definitiv noch kein Kaufsignal. Ja, wir sind hier bei 10, 10,5. Es ist nicht viel. Aber dieses hier, das verleitet mich eben zu dieser Aussage, dass hier irgendwo jetzt langsam mal ein Boden gefunden ist. Und jetzt schauen wir das mal über den Tag an. Da sieht es nämlich gar nicht so viel anders aus. Ja. Auch hier hat das obere Band, das hat jetzt schon seit ein paar Tagen gedreht, macht noch nicht viel, aber das hier ist auch keine große Bewegung. Es kam hier ein ziemlich heftiger Sellout. Aber das hier, ich mache es ein bisschen größer, dass man es besser sieht, ist für dahin ein Hammer. Wir sind aus dem unteren Band raus. Wir sind wieder reingegangen und heute schließen wir praktisch parallel zu den Höchstkursen vom Freitag. Das finde ich erstmal positiv. Wir sind wieder komplett in das Band reingesprungen. Das obere dreht, die Technik dreht nach oben, das MACD wird leicht positiv. Also ich muss vor diesem Hintergrund davon ausgehen, dass sie zumindest mal so eine Bodenbildung versucht. Ob das jetzt schon bei 14 sein wird, ich meine ja. Es sieht gar nicht so schlecht aus. Ich glaube jetzt nicht, dass wir hier von einer Trendwende oder irgendwas reden können. Eben hatte ich genannt 18, 18,5, 19, ja. Das hier wäre nach DAU eine Trendwende bzw. meine Unterbrechung des Downtrends, wenn wir über die 18,30 gehen und schließen. Das möchte ich jetzt mal noch nicht prognostizieren, aber um die 17,5, 18 hat die also auch vom Tag her durchaus Platz und das sind auch mal fast 20%. Für mich ist das zumindest ein Wert, den muss ich jetzt auf diesem Niveau, glaube ich, nicht mehr short gehen. Den gucke ich mir eher im Positiven an und da habe ich mir auch ein paar Scheine rausgesucht, die ich ganz interessant finde. Und zwar zum einen dieser hier, 13,58. Das liegt also etwas deutlicher unter diesem letzten Low. Das war ganz knapp unter 14. Der liegt ungefähr hier, 13,58. Das ist ein 10er Hebel. Ist für mich ungewöhnlich wenig. Ich bin ja mehr so im Bereich so 15 unterwegs, aber ich finde den eigentlich ganz gut. Das ist ein Open-End-Schein. Wie gesagt, Basis 13,58 von der UniCredit. Und das ist die Kennnummer HX5L3J. HX5L3J. Wem das zu nah dran ist, da bietet sich also noch einer an, der liegt noch ein bisschen tiefer. Das ist dieser hier. Der hat eine Basis von 12,53 und das ist auch von der UniCredit die HX69ED. HX69ED, auch Open End 12,53, sind wir noch mal ein bisschen weiter hinten. Der hat da wirklich nur noch einen Hebel von 6. Also das wäre mir persönlich zu wenig, da bitzelt es ja gar nicht. Also der Zehner muss es schon sein, aber viel höher möchte ich auch nicht gehen, weil die macht gerne solche Bewegungen hier. Also nochmal kurz gefasst, Band bricht nach unten, wir haben einen Hammer hier, wir waren außerhalb des Bandes, wir sind wieder reingegangen, wir haben eine sich stabilisierendes MACD und ein leicht positives Stochastik. Ich finde, der Wert hat kurzfristig mehr Chance als Risiko. Ich wünsche euch was. Happy Trading und fette Beute. Bye bye.